Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Football Stars. Wir sind wieder am Start mit einem erneuten Football Talk, denn natürlich ist englische Woche und auch dieses möchte ich nicht verpassen, beziehungsweise auch diese möchte ich nicht verpassen. Und dementsprechend gibt es heute mal wieder meine Prognosen zur englischen Woche, zur Bundesliga. Natürlich gibt es dazu ein Video von Hannover 96 gegen Karlsruhe. Das seht ihr dann allerdings erst am Donnerstag. Und da ja morgen das Ganze schon losgeht, gibt es heute bereits das Video zu den Spielen, vor allem von der Bundesliga. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Videobeschreibung ist ein Link zu Football Stars. Schaut da vorbei und tretet gegen mich in den Challenges an. Mit ein bisschen Glück kommt in die gleiche Gruppe. Ansonsten schreibt mal eure Resultate auf jeden Fall in die Videobeschreibung. In die Kommentare natürlich. Wir gucken uns gleich mal meine Ergebnisse an. Vorher noch ganz kurz die Information. Wenn ihr weiter mich unterstützen möchtet, schaut bei meinem Sponsor bzw. bei meinem Merch in der Videobeschreibung vorbei. Bei 3D Supply würde ich mich drüber freuen. Neue Designs sind am gemacht werden sozusagen. Dazu meine Social Media Links sind natürlich auch unten drin. Und auf jeden Fall könnt ihr davor bestellen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ja, wenn es euch gefällt, wie gesagt, Daumen nach oben da lassen, Kommentar da lassen, würde ich mich extrem drüber freuen, wenn ich da einiges Nettes lesen würde. Wir gehen auf die Auswertung der letzten Woche bzw. des Wochenendes und da sehen wir genauso wie letztes Mal eine gewonnen und eine verloren. 5 gegen 5 beim FC Chelsea gegen Liverpool. Obwohl ich ja gedacht habe, dass Chelsea gewinnt, habe ich diese Challenge mit 30,9 Punkten als erster abgeschlossen. Ja, Courtois, Klein, Hazard, Coutinho und Costa haben den Job für mich gemacht. Vor allem Costa und Coutinho waren die Moneymaker sozusagen, haben die meisten Punkte gemacht. Das ist sehr schön, das freut mich natürlich und damit haben wir das gewonnen. Verloren haben wir leider Gottes in der Bundesliga, denn da habe ich gerade mit meinen aufgestellten Spielern einen Schuss zusammenbekommen und das war der von Abdulrahman Baba gegen Hertha BSC Berlin. Vidal hat nicht geschossen, Kaiser nicht, Stindl nicht, Müller hat gar nicht gespielt, Aubameyang auch nicht, Schürrle nicht, Didavi nicht, auch Schmitz hat nicht gespielt und Wendt auch nicht, also das war wirklich ganz, ganz schwach. Was ich da abgeliefert habe, das muss diese Woche besser werden und dafür haben wir wieder mal zwei Challenges, an denen ich hier teilnehmen werde. Und zwar haben wir da zum einen Tiki-Taka, das ist, erkläre ich euch gleich. Und wir haben das Duell, das sehen wir hier noch nicht, nicht Freiburg gegen Hamburg. Nein, wir haben das Duell zwischen dem BVB und ja, Wolfsburg. Und zwar im Volkswagen-Stadion in Wolfsburg. Die Challenge, die meisten Ballaktionen seht ihr hier. 3 pro Mannschaft. Wir haben 5 Spieler frei. Ist also ähnlich wie die letzte Challenge, die wir ja bei Liverpool gegen Chelsea gemacht haben. Es geht wieder quasi um 2 Teams, von denen ich Spieler aufstellen muss. Und ich würde sagen, die machen wir mal eben. Und dann zeige ich euch, welches Team ich mir da ausgesucht habe. So, Freunde, das ist das Team, für das ich mich entschieden habe. Philipp Wollscheid zusammen mit Gonzalo Castro, Felix Paslak, Yannick Gerhardt und Ousmane Dembélé in der Sturmspitze. Das ändere ich eventuell noch, weil ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich den wirklich vorne drin lassen will. Ich würde gerne Dortmund hinstellen, aber Aubameyang ist zu teuer. Wir haben nämlich nur 16 Millionen Budget. Mohr und Ramos eigentlich auch blöd. Und bei Wolfsburg ist Gomez halt einfach, glaube ich, zu teuer, wenn ich Dembélé mal eben raus... Nee, Dembélé wird... Ja, Dembélé ist aber gut. Der ist der Pass vom Preis. Ansonsten Gerhardt, Castro, Paslak, Wollscheid. Ich weiß nicht, ob Wollscheid spielt. Wird, aber ich hoffe es ganz ehrlich, weil bisher hat er meiner Meinung nach einen ganz guten Job da gemacht, wenn ich mich da recht erinnere. Überhaupt, warte mal. Ach, den habe ich ja gar nicht. Warte mal kurz. Wie viele Punkte hat er gemacht? Der letzte Mal 5,7 Punkte gemacht. Das ist in Ordnung. Und ich hoffe, dass er auch gegen Dortmund eine solide Leistung bringen wird. Gerhardt mag ich allgemein. Ich denke mal, der wird auch wieder spielen. Castro Paslak macht momentan einen super Job. Castro auch, deswegen kannst du den kaum rausdenken bei Dortmund. Und Dembélé hat auch super gespielt jetzt. Zuletzt gegen Darmstadt. Deswegen denke ich mal, dass der auch eventuell spielen wird. Dementsprechend sieht die Ausstellung so aus. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, das passt ganz gut. Und wir kommen direkt mal zur zweiten Challenge. Tiki-Taka, Ballbesitz im Tages-Kurzpass-Spiel. So gewannen Spanien die Euro in der Schweiz und Österreich. Um jetzt zu gewinnen, finde eine Formation, die am nächsten Spieltag den Ball nur so laufen lässt. Aber Achtung, setze Spieler von mindestens 2 Teams ein. Wir dürfen hier aus der kompletten Konferenz einmal wählen. Das heißt, wir haben Schalke dabei, wir haben Bayern dabei, wir haben Leipzig dabei, Leverkusen, Hamburg, Dortmund, einfach alles. Und das Ganze, ja, 50 Millionen Budget, 3 pro Mannschaft ist das Limit. Und ich würde mal sagen, wir starten das und ich zeige einfach mal mein Team, was ich mir zusammenstelle. Das Team für die Bundesliga-Konferenz haben wir hier am Start. Schwolo, Sörensen, Boateng, Süle, Kalarabek, dann Hazard, Alonso, Ribery, Lescano, Aubameyang und Chicharito, beziehungsweise Chicharito. Grüße Lukas, falls du das jemals sehen wolltest. Ich glaube übrigens, da wird Kalarabek ausgesprochen. Weiß es immer noch nicht ganz genau, aber ich meine ja, ne? Bin mir nicht ganz sicher. So, auf jeden Fall, warum diese Aufstellung? Ja, ganz einfach. Schwolo im Kasten, der spielt gegen den HSV. Ich denke mal, da wird ein bisschen was zu tun bekommen, weil Hamburg wieder Gutmachung betreiben wird. Aber ich denke, dass Freiburgs Defensive einigermaßen steht. Dementsprechend wird der einige Bälle ja neben seinen Kasten bekommen und dementsprechend Abstöße machen. Und ich glaube, die kriegt er ganz gut hin. Außerdem ist er relativ günstig. Das finde ich auch noch ganz positiv. Kalarabek und Süle spielen gegen Damen.
Darmstadt 98 sind defensiv relativ bewandert und ich denke mal, wenn sie hinten rumspielen werden, wird vor allem viel über Süle, den Leader, und Kader Jabek, den guten Außenverteidiger, gehen, der ja auch auf die guten Flanken reinbringt. Dementsprechend glaube ich, dass auch die beiden relativ viele Pässe spielen werden. Boateng muss man, glaube ich, nichts zu sagen. Bayern spielt hier zwar gegen Hertha, also ein schwerer Gegner, aber wenn sie das Spiel von hinten aufbauen, dann sind meistens Boateng und Alonso beteiligt. Deswegen steht der auch im Mittelfeld, wenn er spielen sollte. Das ist immer das Riskante bei Bayern. Hat man ja jetzt in der letzten Challenge gesehen, aber mal schauen. Sören sind dann noch dazu. Köln spielt nämlich gegen Schalke. Und ich denke mal, dass Köln auch relativ viel hinten rumspielen wird. Und Sörensen hat das letzte Spiel sehr gut gespielt. Dementsprechend wird er wahrscheinlich wieder das Vertrauen von Stöger bekommen. Und auch diesmal wieder ordentliche Leistungen bringen. Das ist zumindest meine Hoffnung bzw. meine Vermutung. Von daher denke ich mal, dass man den ruhigen Gewissens aufstellen kann. Mittelfeld haben, wie gesagt, Alonso. Hazard, der zuletzt gegen Bremen unglaublich gut gespielt hat. Die spielen gegen Leipzig auswärts. Allerdings glaube ich trotzdem, dass der momentan einfach so gut drauf ist, dass er viele Bälle an den Mann bringen wird. Ribéry hat letztens auch mega gut gespielt und ist ja auch eher der Vorbereitende als der abschließende Typ. Dementsprechend auch der wieder mit guter Passstatistik und einigermaßen hohen Punkten und Pässen. Dementsprechend gut für die Challenge. Vorne Lescano sehr günstig. Die spielen gegen Frankfurt, wie wir hier schon sehen können. Frankfurt hat sie immer noch, obwohl sie ja bisher sehr erfolgreich waren, nicht so stark ein. Und Ingolstadt zu Hause könnte unangenehm werden. Lescano ist zudem Spieler, der auch Pässe spielen kann. Und dementsprechend habe ich den da in den Sturm reingestellt, auch weil er günstig ist. Aubameyang noch dazu. Der ist zwar normalerweise eher der abschließende Stürmer. Ich denke mal, dass Dortmund relativ viel nach vorne spielen wird. Und Aubameyang passt ja auch zumindest ab und zu mal. Von daher habe ich den noch damit drin. Und Chicharito, einfach weil ich glaube, dass der auch ein mitspielender Stürmer ist und nicht nur alleine den Abschluss sucht. Und von daher denke ich mal, dass diese Aufstellung sehr, sehr gut und sehr, sehr weise gewählt ist. Ihr könnt mir, wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr daran interessiert, aber ich denke mal, das sieht ganz gut aus. Und jetzt kommen wir noch eben zu den Tipps für die Bundesliga am 6. Spieltag. Nee, Quatsch, 4. Spieltag. Entschuldigung. Wolfsburg gegen Dortmund 1:2, Darmstadt gegen Hoffenheim 0:2, Ingolstadt gegen Frankfurt 1:1, Freiburg gegen Hamburg 1:1, Leverkusen gegen Augsburg 2:0, Leipzig gegen Gladbach 1:2, Schalke gegen Köln 1:1, Bayern gegen Hertha BSC 3:2 und Werder Bremen gegen den FSV Mainz 0:5. Tut mir leid, liebe Bremer, 0:1. Ja, das sind meine Tipps fürs Wochenende, beziehungsweise nicht fürs Wochenende, Entschuldigung, für die englische Woche. Ihr könnt mir gerne auch da eure in die Kommentare schreiben. Wer bei Kicktipp nicht mitmacht, der kann jetzt nochmal versuchen reinzukommen. Ich weiß nicht, ob die Gruppe voll ist. Ansonsten wünsche ich natürlich auch allen Tippern sehr, sehr viel Glück. Und das Gleiche natürlich auch allen, die an der Challenge teilnehmen. Ich freue mich, wenn ihr über meinen Link einfach mal raufgeht und dann schaut, was ihr so reißen könnt. Bei mir sieht es ja bisher von den Challenges her relativ gut aus. Ich habe 2 verloren, aber dafür auch einige schon gewonnen. Gut, das war's. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Football Stars vorbei. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann bei der Auswertung am Donnerstag direkt schon wieder und dann auch schon mit den nächsten Tipps bzw. den nächsten Challenges für das Fußballwochenende. Dann auch wieder mit der Premier League natürlich gefeatured. Bis dann. Passt auf euch auf. Macht's gut. Auf rein. Alles klar. Haut rein. Und ciao.